Damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Ja, da war auf einmal das Spiel down. Wir machen heute weiter. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Wir müssen den Verkauf von Pöttes Lieferung noch beenden. Also da von den geklauten LKWs. Das machen wir jetzt auf jeden Fall noch ein Part. Eigentlich war das... Da war schon da dran. Ja, mal gucken, was jetzt heute komplett, wie weit wir heute kommen. So. Ah, da war noch einer, okay. Na gut, das machen wir aber leider mal. Wir arbeiten mal heute wahrscheinlich die Lieferung ab, ein bisschen. Haben wir jemanden, der in South Downs diesen Hit durchziehen kann? Nicht weiterreden. Bin schon unterwegs. Hey! So, schauen wir mal ein bisschen Munition. Mach, dass du wegkommst! Das war mir wichtig. Alles easy, das war klasse. Den Boss haben wir schon mal. Alle. Ich hab ihn getroffen. Hör mal, du machst mal gar nichts gerade mehr. Genau, danke fürs Helfen. So, dann arbeiten wir uns jetzt hier mal ein bisschen durch. Wir müssen nämlich ein paar Sachen zerstören noch. Komm schon, Jungchen! Das ist ein Mann! Hör mal! So, einfach mal kurz den Schaden. So, also ich dachte, der Schrank gehörte, der hätte dazugehört. Der hat da nämlich nicht dazugehört. Aber das Ding hier gehört dazu. So, das kriegen wir heute hin. Komplett. So, da haben wir das. Moment, wo war der nächste Teil? Irgendwie. Moment, Moment. Ach, war der oben, oder was? Wo ist denn der? Hier. Okay. Ein bisschen Schaden, ein bisschen Kohle mitnehmen. Und hier ist noch einer. Prima. Hin! So, die Schadensumme haben wir schon erreicht. Aber. So, warte mal. Wo war das denn jetzt? Ist das hier um die Ecke oder was? Die Frage ist, wo steht denn der eine da oben? Steht der da um die Ecke oder was? Wie sieht das denn aus? Steht denn das Ding? Ach, da hinten.
Also zumindest der. So, kaputt, kaputt. Das Bild nehmen wir mit, das ist das zweite von drei in Tower Stone. Da steht noch einer. Okay, da steht noch was kaputt machen. Hier liegt nochmal Kohle. Zack. Wieder 8000 Dollar schon. So. Wunderbar. Gefällt mir soweit. Aber die Frage ist, wo stehen diese zwei Dinger? Eins steht hier links und ein... Ah, okay. Klatsch, klatsch, klatsch. Machen wir das nochmal fertig. Nehmen wir die Kohle hier mit. Zack. 1000 Dollar wieder auf der Hand. Rutschen wir uns noch wieder mal fast 10.000. So. Irgendwo muss da hinten noch was stehen. Und ich glaube, das ist dann das Letzte. Ja, hier ist noch eins. Mauer. Und da ist nochmal Munition. Nehmen wir natürlich mit. Ja. Hier muss nochmal irgendwo Geld liegen. Hier hinter irgendwo. Ja, nämlich hier liegt nochmal ein kleiner Geldstapel. Mit 750 Dollar. Und wo liegt... Was war denn da oben noch? Das war doch auch noch interessantes, oder nicht? Nein. Das war eine schusssichere Weste. Und dann gehört der Laden hier uns. Die Frage ist, was müssen wir mit dem LKW hier machen? Ah, bringe Grants Truck zurück. Okay. Das Tor habe ich nicht gesehen. Ja, komm, fahr. Ja, mache ich doch gerade. Ist aber nicht gerade so einfach, mit dem LKW durch die Gegend zu fahren. Weil wenn man nicht so viel sieht. Das ist irgendwie wieder so ein Kurier oder so. Stirb! Habe ihn am Visier! Die wollen uns nämlich helfen. Die wollen jetzt gerade ein bisschen ans Leder. Das sind einige. Du gehst nicht mehr auf den Piss, du Arsch. So. Ach, das sind die immer noch, ne? Wunderbar. Haben wir noch mehr Kurierer oder sind wir jetzt soweit durch? Da oben wäre noch einer. Ja, komm, ist aber Feierabend. Das ist okay. So, rede mit Grant Perdue. So, die wollen das natürlich auch noch. Ich finde dich, du Schwanzlutscher!
wo die denn jetzt von uns auf dem... Vielleicht ist er hier drüben? Psst, psst. Der kommt die kommen uns fleißig raus und zu, die Idioten. So, ist ja noch auf der Suche der eine. Ich rufe sie nicht. So, haben wir alle? Ich hab ihn voll im Visier. So, ist jetzt Feierabend. War was? Und aber Hauptsache, wir haben den Truck jetzt abgearbeitet. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt dafür gekriegt haben sogar. Lass uns was von dem Bargeld einbunkern. Ich bucke aber gerade mal die Kohle. Da sind wir nochmal 50.000. Ich bin schon unterwegs. Irgendwas, das ich für dich aufbewahren soll. Wen unterwegs? Melde dich, wenn du mich brauchst. So. Ich brauche jetzt erstmal wieder ein Auto, aber ich kann mir einer von den Gangstern. Moment. Ach, das ist der Truck, okay. Dachte mir, das Auto wäre wichtig gewesen. Nee, ich brauche nicht die Waffe, ich brauche das Auto. Oh, leck mich doch am Arsch. So, die Leiche mal rausnehmen, den haben wir nämlich schön erschossen. Und dann reden wir mit Grant. Jürgen. Hätte ich irgendwas heute noch komplett sogar gemacht. Dann haben wir nämlich den nächsten Teil schon erledigt. Ja, die wollten uns ans Leder, weil wir den Truck abgeliefert haben. Ich stehe nur hinter euch. Also ich werde jetzt, keine Bewegnis machen. Ja. Die Ampel ist gerade mal 2 Sekunden rot und du grün und du machst direkt wieder scheiße Stress. Jungs, haben endlich auf... Sie sind ja ein echtes Ass. Danke, dass Sie meinen Truck zurückgeholt haben. Sagen Sie mal, könnten Sie ein Schießeisen gebrauchen? Nee, nicht nötig. Artie hat mich vor kurzem angerufen. Hat mich 20 Minuten lang angeschissen. Wollte mich unbedingt in Mama Rigettis Bäckerei treffen, wo immer das sein mag. Keine Sorge, das finde ich schnell raus. Gut, dass Sie sich um ihn kümmern. Keiner erhebt die Stimme gegen Grand Perdue, Kamerad. Eine Frechheit. Ein Tipp gefällig? Fernhalten von der Mafia. Dann lebt man länger. Ich will dir nicht sagen, definitiv, wie du... Also, was zu tun ist, aber wenn Artie in der Bäckerei ist, solltest du was gegen ihn unternehmen. Das machen wir jetzt auch. So, ich brauche das Auto. Da steht der. So, der ist... 4 Meter weg, okay. Das machen wir auch heute. Dann machen wir mal ein klein bisschen was länger. Wenn das Hauptsache das klappt. Also wenn das jetzt nicht beim ersten Direktversuch klappt, dann lassen wir das auch heute sein. Dann machen wir es nämlich im nächsten Part weiter. Aber wenn das heute jetzt beim ersten Mal Versuch klappt, dann machen wir das durch. Wir sollen nämlich Artie Higgins konfrontieren.
Haben wir jemanden, der in South Downs diesen Hit durchziehen kann? Na klar, bin gleich da. Alles klar, auf geht's. Das hier ist sperrig. Sicherlich nicht. So. Dann geht mal durch. Was zum Teufel war das? Wichser hat ihn kalt gemacht. Für die Mönche, ich blute! Ich werde bald neue Verstärkung brauchen. So, du bist unser. Ich wusste es. Ich wusste es. Aber ich glaub's nicht. Vielleicht hilft das ja. Okay, der hat einfach kurz mal abgemurkst. Der Schwarzmarkt ist gesichert. Oh, nehmen wir Cassandra. Kannst du ein paar Männer nach South Downs schicken, dass wir die Kontrolle nicht verlieren? Damit können wir den gesamten Bezirk sichern. Du erkennst, wenn einer Talent hat. Muss ich dir lassen. Abgearbeitet. Wunderbar. Rede mit Donovan oder bei Alvarez. Mr. Clay, ich habe mir überlegt, dass wir irgendwann die Bäckerei wieder eröffnen sollten. Könnte gut für das Viertel sein. Na klar, warum nicht? Ihr kriegt das schon auf die Reihe. Und da ist noch eine Notiz, die ich kurz noch lesen möchte. Sehr geehrte Blutbänner, kaum jemand weiß ja, dass wir tiefer in der Scheiße stecken als eure Schwänze am Zahltag. Wenn die Fahrer verlieren, denen vertrauen können. Ich bezahle euch dafür, dass ihr die Fahrer bezahlt. Vielleicht notfalls auch ein wenig auf mich. Aber ich bezahle euch nicht dafür, dass ihr sie ins Krankenhaus schickt. Wenn ihr das nochmal macht, lege ich euch gleich ins Bett daneben. Arti. Tja, Arti wird dazu heute beziehungsweise überhaupt nicht mehr kommen. Der ist nämlich, ja, seit gerade eben nicht mehr unter den Lebenden. Kurz mal die Kohle mitnehmen. Zack, zack, zack. Das bisschen hier noch mitnehmen. Wie auch immer. Und damit würde ich sagen, machen wir hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Mafia 3. Und dann quatschen wir mit dem Kollegen Donovan ein bisschen über den Herrn Alvarez. Ja, wir sind ja hier soweit. Mit dem Viertel, glaube ich, erstmal safe soweit. Zumindest sieht er so ein bisschen aus. Ja, wie gesagt, das nächste ist halt das Ziel. Genau, das ist das nächste Ziel. Sind alles Donovan-Ziele hier. Okay. Gut, dann war's das für heute. Tschüss.